Wann haben Not und Leid auf der Erde ein Ende? Hat unser Leben, hat die Welt eine Bestimmung? Wie können wir glauben in so einer Zeit? Mitten in diesen Fragen bekommt Johannes vor langer Zeit eine Offenbarung von Gott. Er ermutigt die Gemeinden und auch uns heute, am Glauben festzuhalten. Die große Erzählung vom Leben hat einen Erzähler, einen Anfang und einen Schluss. Der, der sie begonnen hat, führt sie zu Ende. Was er verspricht, hat bereits begonnen. Christus hat gesiegt. Deshalb können wir dranbleiben.